Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben angefangen damit, dass Sie Berlinerin mit Herz sind. Gerade hat die AfD mal wieder bewiesen, dass sie keins hat und für sie Hetze statt Humanität gilt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat eine der größten Fluchtbewegungen Europas ausgelöst. Die immer noch täglich ankommenden Geflüchteten in Berlin werden aufgenommen. Unterkünfte, Beratung, Sozialleistungen, gesundheitliche und schulische Betreuung und vieles mehr werden zur Verfügung gestellt. Anfangs sogar ganz ohne Unterstützung vom Bund. Berlin leistet viel, wie die Kolleginnen schon ausführten. Und was mich besonders freut, ist der unermüdliche Einsatz so vieler BerlinerInnen und ihre Solidarität. Meine Eltern sind selbst vor 40 Jahren nach Deutschland geflohen, meine Mutter hochschwanger mit mir. Daher weiß ich, wie wichtig das ist. Und daher möchte auch ich mich bei all den Ehrenamtlichen, den NGOs und migrantischen Organisationen bedanken und auch bei all denjenigen, die auf Defizite hinweisen und politische Forderungen formulieren. Auch Katja Kipping und ihrem Haus sowie allen anderen Senatsmitgliedern und MitarbeiterInnen, auch in den Bezirken, gilt unser Dank. Es ist unerlässlich, dass wir alle an einem Strang ziehen, denn die Herausforderungen werden uns auch die nächsten Jahre begleiten. Und es ist eine gesamtstädtische Aufgabe, die Zugänge zur Beschäftigung, zu Kitas, zu Schulen, zur Arbeit, zur Gesundheitsversorgung sowie echte Teilhabe abzusichern und auch diskriminierungssensibel aufzustellen. Es ist großartig, dass aktuell vieles möglich gemacht wird, auch von staatlicher Seite. Aber ich muss auch sagen, dass es enttäuschend ist, dass dies nicht so war, als es um Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Staaten ging. Zwar entstand auch 2015 deutschlandweit eine zivilgesellschaftliche Willkommensbewegung, aber dem berühmten Satz der damaligen Kanzlerin Angela Merkel, wir schaffen das, folgte eine Abschottungspolitik europäischer und deutscher Ebene. Der Diskurs wurde geprägt von klar völkerrechtswidrigen Obergrenzen, Schnellverfahren in Ankerzentren, Narrative wie eine drohende Einwanderung in deutsche Sozialsysteme machten, vor allem durch die AfD die Runde. Und der damalige Innenminister Seehofer sinnierte darüber, dass man wegen der Gefahr der Einwanderung vor Terroristen genau wissen müsste, wer ins Land komme. Die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten und etliche weitere Asylrechtsverschärfungen folgten, sowie der Menschenrechte missachtende EU-Türkei-Deal. Was ist der Unterschied zwischen damals und heute? Dass es sich jetzt überwiegend um Menschen handelt, die von vielen als dem eigenen Kulturkreis nah angesehen werden und damals um Menschen aus muslimisch geprägten Ländern und dem globalen Süden. Für uns muss gelten, dass es keine Ungleichbehandlung von vor Krieg und Verfolgung fliehenden Menschen geben darf. Und da sind wir uns in der Koalition einig. Und deswegen sollten wir uns auch gemeinsam beim Bund dafür einsetzen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. Nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine sollten in die Grundsicherung wechseln dürfen, sondern alle. Als Berlin sollten wir auch eine umfassende Vorgriffslegung im Hinblick auf den von der Bundesregierung versprochenen Chancenaufhalt zur Verhinderung von Kettenduldung schaffen. Ja, es gibt beim Bleiberecht für junge Menschen im Vorgriff auf Bundesregelung schon Verbesserungen, aber auch beim Chancenaufhalt sollten wir entsprechend der niedersächsischen Lösung den Betroffenen durch Titelerteilung bescheinigen, dass sie nicht ausreisen müssen und den Zugang zur Arbeit ermöglichen. Damit es nicht zu Ungleichbehandlung kommt, braucht es auch eine Bleiberechtslösung für DrittstaatlerInnen mit befristeten ukrainischen Aufenthaltstiteln. Sie haben genauso wie alle anderen ihre aktuelle Heimat und Lebensperspektive verloren und zur unsicheren Bleiberechtslage auch noch Racial Profiling in Zügen durch die Bundespolizei erleben müssen. Und da bin ich unserer Justizsenatorin Lena Krenk sehr dankbar, dass sie den Bund auf die Rechtswidrigkeit dieser Maßnahmen hingewiesen hat. Und natürlich muss auch Berlin da seine Hausaufgaben machen. Ich appelliere an den Bund, ein Bleiberecht für diese Gruppe zu schaffen. Aber ansonsten muss Berlin seiner humanitären Verantwortung nachkommen und einspringen. Und ich hoffe, dass es in der vom Senat dazu eingerichteten Arbeitsgruppe zeitnah zu einer Einigung kommt. Denn viele Menschen, die privat untergekommen sind, warten darauf und trauen sich wegen unsicherer Bleibeperspektive nicht, sich zu registrieren, was aber Voraussetzung für den Zugang zur Unterstützung ist.
Und wie sollten wir im Koalitionsvertrag verabredet zeitnah bestehende Landesprogramme zur Aufnahme Geflüchteter beispielsweise aus dem Libanon ausweiten? Und das BMI muss endlich das Einvernehmen für unser Landesprogramm für Afghanistan erteilen. Denn Geflüchtete erster und zweiter Klasse darf es nicht geben. Solidarische Einwanderungshauptstadt zu sein, heißt aber auch, dass die Menschen, die hier ankommen und diejenigen, die schon seit vielen Jahren und Generationen hier leben, die gleichen Chancen auf Entwicklung und ein gutes Leben haben. In Berlin leben aber aktuell ca. 18% der Bevölkerung unterhalb der Armutsrisikogrenze. Und davon betroffen sind Menschen mit Migrationsgeschichte mehr als doppelt so häufig wie solche ohne, nämlich nahezu jede dritte. Familien leben und wohnen oft in prekären Verhältnissen, arbeiten hart in schlecht bezahlten Jobs und ihre Kinder haben nicht die gleichen Chancen wie andere. Das darf nicht sein. Deswegen stärken wir als Koalition die Gemeinschaftsschulen, stellen benachteiligten Familien Unterstützungsstrukturen zur Verfügung, erhöhen den Landesmindest- und den Vergabelohn auf 13 Euro und fordern als Linksfraktion außerdem vom Bund die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns um mehr Steuergerechtigkeit für eine Umverteilung von oben nach unten. Damit diese Menschen von ihrem Einkommen gut leben können, braucht es neben einem bundesweiten Mietendeckel auch weitere Instrumente zur Dämpfung der Mietentwicklung. Und dazu gehört auch die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Deswegen haben auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen unterstützt. Nur leider hat ihre Stimme oft nicht gezählt. Bei den Unterschriftenlisten waren über die Hälfte der ungültigen Stimmen von BerlinerInnen ohne deutschen Pass. Und so komme ich zu einem meiner Herzensanliegen, dem Wahlrecht für alle. Dafür hat schon die sogenannte GastarbeiterInnen-Generation gekämpft und dafür engagieren sich heute Aktivistinnen und migrantische Organisationen, wie zum Beispiel Nicht ohne uns 14% und eine neue Volksinitiative in Berlin. Als Linke setzen wir uns schon lange für das Wahlrecht auf allen Ebenen ein und so durfte ich vor fast 10 Jahren noch als Rechtsreferentin meiner Bundestagsfraktion an einem Gesetzentwurf daran mitarbeiten. Er wurde damals abgelehnt, vor allem mit der Argumentation, dass sich die Menschen einbürgern lassen können und vielmehr dort Erleichterungen wichtig seien. Ja, Einbürgerungserleichterungen sind wichtig und deswegen freue ich mich, wenn die Ampel ihr Versprechen einlöst und die Mehrfachstaatlichkeit zulässt und dass wir als Koalition alle Handlungsspielräume ausschöpfen wollen und auch ein Landeseinbürgerungszentrum einführen wollen. Aber das Wahlrecht muss unabhängig von der Staatsangehörigkeit garantiert sein. Es kann Gründe dafür geben, warum sich jemand nicht einbürgern lässt, wie mein Vater beispielsweise. Aber es kann doch nicht sein, dass er nach 40 Jahren in Almania immer noch nicht wählen darf. Der Grundsatz muss lauten, wer hier lebt und von Gesetzen und Regierungshandeln betroffen ist, muss über das Zustandekommen mitentscheiden können. Und derzeit sind 20% der Berlinerinnen von diesem Recht ausgeschlossen. Dieser Diskriminierung wollen wir als Koalition ein Ende setzen und nehmen der Bundesratsinitiative auch landesrechtliche Wege prüfen. Zeitnah werden wir Anträge dazu vorlegen und Berlin hat sich auch auf der Integrationsministerkonferenz schon dafür eingesetzt. Gleiche Rechte und gleiche Teilhabe heißt auch gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt und zum öffentlichen Dienst. Deswegen haben wir das Partizipationsgesetz novelliert, damit sich die Einwanderungshauptstadt auch im öffentlichen Dienst abbildet. Wichtig für mehr Diversität im öffentlichen Dienst wäre aber auch die Abschaffung des Verbots religiöser Bekleidung beim Lehrpersonal an Schulen durch das Neutralitätsgesetz, das sich de facto wie ein Kopftuchverbot auswirkt. Dieses Verbot zu überdenken empfiehlt übrigens auch ein diesen Monat frisch erschienenes Rechtsgutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Deutschland ist unumkehrbar Einwanderungsland und Berlin ist unumkehrbar Einwanderungshauptstadt und das können auch die hier rechts außen zum Glück nicht ändern. Und diese Realität spiegelt sich auch hier im Parlament wieder, dass mit 1/5 der Abgeordneten mit Migrationsgeschichte so divers ist wie noch nie. Und wir Abgeordneten of Color vernetzen uns und für unsere Themen und unsere Parteistrukturen durchlässiger zu gestalten und mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in die Parlamente zu bekommen. Und ich möchte mich hier unter anderem bei meinen großartigen Kolleginnen Tuba Bosco, Cihan Omar und Orkan Özdemir für die Zusammenarbeit zu all diesen Themen bedanken. Unser Anspruch als Berlin, der steht da. Einwanderungs- und Zufluchtshauptstadt mit Herz. Diese Worte geben unser Leitbild als Koalition wieder
und Berlin macht sehr viel richtig. Aber auch in Berlin passieren Fehler und es kommt zu Ungleichbehandlung und strukturellem Rassismus auch durch Behördenhandeln. Daher müssen diese Worte auch Ansporn für uns alle hier sein, unseren Anspruch auch jeden Tag tatsächlich zu leben und für seine Umsetzung alles Erdenkliche zu tun. Danke.